Im Einklang mit der Natur stand vom 15. bis 18. Juni 2017 die 19. Abenteuer- und Allrad an, wie gewohnt im Naturschutzgebiet bei Bad Kissingen. Herzlich willkommen hier auf der Abenteuer Allrad bei dem Stand von KLM. Wir sind hier aufgestellt mit einem eigenen Parcours. Wir zeigen alle unsere Fahrzeuge. Wir haben ein bisschen was zum Freizeitbereich, was man hier zum Beispiel sieht. Wir haben ein bisschen was für den Dreck ordentlich, zum Beispiel die Renegade XMR. Aber dann geht es auch schon direkt weiter hier mit dem Thema Utility zum Arbeitseinsatz. Aber es ist natürlich ein spaßiger Arbeitseinsatz. Und man kann es vielleicht schon ein bisschen sehen, wenn man durch das Zelt durchgeht, haben wir hinten einen eigenen Parcours. Da bieten wir Mitfahrten an, einmal mit dem Traxxa HD8 und einmal mit dem Maverick X3 RS. Da kann man ganz gut auch im Vergleich mal sehen, was die Fahrzeuge so leisten können. Und wir sind eigentlich guter Dinge, dass hier richtig was los ist. Wir haben letztes Jahr über 56.000 Besucher gehabt hier auf der Messe, haben über 350 Mitfahrten gehabt und die Leute waren begeistert und wir freuen uns natürlich, dass es so gut angekommen ist und hoffen, dass wir dieses Jahr genauso viele Leute glücklich machen können. Neben Fahrzeugen und Ausrüstung stand dabei einmal wieder das Offroad-Erlebnis im Vordergrund. Bei hochsommerlichen Temperaturen wirbelten die Testpiloten vom TWO-Team mächtig Staub auf mit dem aktuellen Can-Am Maverick X3, bei dem es allerdings nicht nur um brachiale Motorleistung ging, sondern auch um ungeahnte Kletter- und Schräglage-Talente. Sein gesamtes Offroader-Sortiment präsentierte freilich ein paar Meter weiter auch der Erzrivale Polaris, zu dessen Highlights die brandneue Sportsman 1000, mit 90 PS immerhin das stärkste Serien-ATV am Markt, sowie verschiedene Utility-Umbauten zählten. Allen voran ein Elektro-Ranger mit Planenpritsche von HP Geländewagentechnik und ein Viersitzer von STW, der mit Highlifter-Fahrwerk über mächtig Bodenfreiheit verfügt und sich mit Werkzeugschubladen und Arbeitsfläche für den Einsatz im Kommunaldienst und bei Hausmeistern empfiehlt. Das Eble-Team bespaßte die rund 56.500 Messebesucher mit Taxifahrten im Hammer und im viersitzigen Wildcat von Arcticat. Ja, hallo, mein Name ist Gary Meyer, von Konstanz Schönbodensee, bekannt als Weltenbummler mit dem Quad und Anhänger unterwegs. Und das ist mein neuer Weggefährte, mein neuer Partner. Er ist sehr leicht, 330 Kilo, und er soll mich durch Afrika bringen, kommenden Winter. Klar, dass sich der Nachwuchs auch auf der 19. Abenteuer und Allrad auf einem Quad-Fahrparcours austoben konnte. Kymco-Importeur MSA zeigte das bekannte Programm des taiwanesischen Herstellers. In Sachen Zubehör zeigte Horn Tools sein umfangreiches Seilwindensortiment und Rival präsentierte seine Unterfahrschützer und Bumper. Neu im Programm sind diese Teile für CF Moto.
Ja, die Abenteuer Allrad dieses Jahr ist wieder phänomenal. Wir haben Massen an Besuchern, die Camp Area bricht aus allen Ecken und Enden und wir als Veranstalter sehen uns natürlich in der Pflicht, sofort zu agieren. Wir haben alles im Griff, wir haben die Logistik im Griff und freuen uns natürlich auch über diese Qualität unserer Aussteller bzw. die Produkte, die Innovationen, die jedes Jahr hier aufkommen, sodass wir sehen, dass wir auch dieses Jahr wieder mit Wachstum zu rechnen haben. Taubenreuter zeigte neben seinen Warren-Seilwinden samt Zubehör vor allem eine neue Kühl- und Gefrierbox, deren Oberfläche aus Edelstahl besteht und die verschließbar ist. Das Karcher-Team um Jörg Müller nutzte die Show in Bad Kissingen zur Präsentation der neuen Odys ATV- und Side-by-Side-Flotte, die in Kürze im Handel verfügbar sein soll. Insgesamt einmal wieder eine tolle Show, die 19. Abenteuer-Unterhallrad in Bad Kissingen. Die mit einem erneuten Rekordergebnis von 56.500 Besuchern für die Jubiläumsmesse im kommenden Jahr die Latte schon mal ganz schön hoch ansetzt.